Wir sind wieder da. Heute gibt es den Shoulder Freeze für euch. Ein Freeze, der sehr viel Übung braucht, weil ihr auch ein bisschen Kraft braucht, die richtige Technik, die richtige Balance vor allem. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Los geht's. Also, zuallererst einmal müssen wir wissen, auf welcher Schulter wir lieber stehen. Da hilft es am besten, wenn ihr einfach ausprobiert. Auf beide Schultern mal draufstellen. Man hat immer eine bessere oder eine schlechtere. Ich empfehle euch trotzdem immer auch beide zu trainieren, damit ihr keine Disbalance habt. Ich bin Rechtshänder, stehe aber lieber auf der linken Schulter zum Beispiel. Dafür lege ich mich gleich auf die Schulter, also wirklich seitlich eigentlich auf den Oberarm, auf die Schulter legen. Bitte nicht hier hinten auf Schulterblatt oder vorne auf die Brust, sondern wirklich seitlich drauf. Der Arm, auf dem ihr liegt, kommt nach hinten, zeige ich euch. Ja, der Arm ist also vom Körper abgehalten und gibt somit eine größere Oberfläche, einen besseren Start. Der vordere Arm ist vor der Brust auch relativ stabil und so habt ihr eine gute Base mit dem hinteren Arm zusammen. Hier auf dem vorderen Arm lagert gleich viel Gewicht. Ja. Das ist auch gleich der nächste Step. Ihr hebt euer oberes Bein an und führt das über diesen Arm. Dafür müsst ihr mit dem anderen Fuß eure Hüfte hochheben. Ja, also wir kriegen jetzt schon ordentlich Gewicht auf die Schulter, auf den Arm. Und ihr drückt den freien Fuß eben nach vorn. Ja, einmal zum Balance halten und eben, weil dann viel Gewicht auch auf dem Arm ist. Jetzt braucht ihr eigentlich nur noch den unteren Fuß anheben. Das ist ein schwieriger Step, ne? Denn dann lagert das ganze Gewicht, das ganze Gleichgewicht hier auf den beiden Armen. Hinteren Fuß anheben. Ja, jetzt steht ihr. Könnt ihr immer wieder ausprobieren, kurz absetzen, wieder kleine Pause machen. Und wieder hoch. Okay, wenn das funktioniert mit dem Shoulder Freeze, dann könnt ihr natürlich noch ein bisschen stylen bzw. verschiedene Beinvarianten einsetzen. Wir haben jetzt eben die einfache Variante gehabt, um auch einfach so ein bisschen Gleichgewicht zu finden. Aber ihr dürft natürlich zum Beispiel die Beine tauschen, ihr könnt die Beine strecken, ja? Ihr könnt die Beine als Kiste machen, falls ihr euch danach hochkicken wollt. Ihr könnt die Beine kreuzen, also hier sind wirklich alle Varianten erlaubt. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.